We have intel on an abandoned Imperial factory on Sullust. Admiral Versio plans to recover a weapons cache from inside. We're gonna steal it first. I've called in some help to guarantee we do. Shriv, you'll be on the ground with General Calrissian. Secure those weapons and call us for escort. No matter what, they can't fall into my father's hands. You have a bad feeling about this. I'd be worried if you didn't. Admiral Versio's people aren't supposed to be here now. We should call Aiden for extraction. Relax. It's one strike team. We'll be fine. And if it's not? Turbo lasers. This place is pretty well defended for a deserted weapons cache. I only brought you for the company, but look at that. Tactical analysis. Give me a break. I know my way around Sullust. After all, I did help liberate the place. That would explain why the Empire is still here. Okay. That was a good one. Interessant. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Star Wars Battlefront 2, die Elite Trooper Deluxe Edition. Er hier, der gute Shriv, hat behauptet, er war beteiligt dabei, Sullust zu befreien. Und Lando meint, ja, das ist auch der Grund, warum das Imperium immer noch hier ist. Die zwei sind echt ein lustiges Gespann. Ich muss dazu sagen, ich freue mich riesig drauf. Ich bin heiß darauf, hier mit Lando Calrissian zu spielen, weil ich den Charakter tatsächlich sehr gerne mag. Oh, wir müssen den infiltrieren, so wie es aussieht. Was hat er denn so für Fähigkeiten? Q ist hier. Okay, also kann er Rauchgranate werfen, dann hat er noch E. Multiple Targets. Ah, das ist so eine Art, kennt ihr Red Dead? Also Red Dead Redemption oder Red Dead Revolver oder so? Diese Dead-Eye-Fähigkeit, ne? Und was hat er hier noch? Das ist eine Mine. Ach, die kann ich sprengen. Ah ja, okay, cool. Ich mache nicht denselben Fehler wie bei Han Solo. Ich probiere das alles vorher mal aus. Zielen? Ach, guck mal. Das ist so ein... Der hat so einen Wärmesensor, wenn er zielt. Das ist ja geil. Also ich muss sagen, Lando Calrissian haben sie richtig cool hier umgesetzt. Das Einzige, was mich an Lando Calrissian ein bisschen stört, ist, ich habe ja den Solo-Film nicht gesehen. Han Solo, ne? Den Film. Aber... Ich habe gehört, in dem Film wurde er als pansexuell etabliert. Das bedeutet, er bespringt alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ob Mann, ob Frau, ob Roboter oder so. Das spielt gar keine Rolle für ihn. Ich meine, es passt ja irgendwie zu einem Schurken. Aber ich frage mich dann immer, ist es wichtig, dass die sexuelle Orientierung von einem Charakter genannt wird? Ist das wichtig für die Charakterentwicklung? Dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Ich persönlich finde das nicht so wichtig. Ich will auch niemanden kritisieren für seine sexuelle Orientierung irgendeiner Weise. Also darum geht es mir gar nicht. Mir ist ganz egal, was für eine Orientierung er hat. Aber ist das wichtig für einen Charakter? Sollte das eine Rolle spielen, beziehungsweise sollte man das irgendwie... Kann ich das hinwerfen? Ah, das Lampy-Teil, das EMP. Okay, verstehe. Auch nicht schlecht. Okay, verstecken uns mal hier und gucken, da kommen noch welche angelaufen. Den haben wir erwischt. Oh mein Gott, da ist jemand direkt hinter uns. Shit. Haben wir den vielleicht noch hier? Oh mein Gott. Okay, machen wir mal hier. Dead Eye. Oh, war das cool. Oh mein Gott, wir sind leider draufgegangen. Lando Calrissian lost his last gamble. Ich wollte unbedingt die Dead Eye-Fähigkeit aktivieren. Die ist ja so der Hammer. Okay, Freunde, jetzt volle Konzentration, bitte. So, die haben wir erwischt. Sehr gut. Da hinten kommen noch ein paar. Ich bleib mal hier in der Sicht. Den da haben wir auch gleich. Sehr gut. Und jetzt gehen wir hier rüber und versuchen mal, die hier alle zu erwischen. Da kann, glaube ich, einige. Ja, das schießt auf uns. Aber wir sind schon wieder ein bisschen low. Vielleicht kann ich ja mal eine Granate hinwerfen, noch eine Rauchgranate hier rüber oder sowas in der Richtung. Machen wir Dead Eye. Boom, sehr gut. Ach, das ist so toll, diese Fähigkeit. So, den haben wir. I gotta worry about you now.
Ich hab das Ding nicht explodieren lassen. Aber es scheint eine Art EP. Komm, wir gucken mal ganz kurz nach. Wie das nochmal hier F1, glaube ich. Da kann man nachlesen. Disabler. Lando Calrissian deploys a sticky device which reveals nearby enemies and disrupts their radar. So ist das also. Es verrät uns, wo die Gegner sind. Ne? Wir konnten die eben durch das Radar sehen. So ähnlich wie der Scan, den Aiden Versio kann. He can overcharge this Disabler at any time to shock enemies around it. Interessant. Also es geht vor allem darum, eben Gegner zu sehen. Und er kann sie dann disablen. War da noch jemand? Hat er noch jemand gerufen? Oh, ach, wir haben ja hier unsere schlaue Sicht. Ach, da hinten irgendwo. Ach, hier, guck mal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut getarnt, weiß auf schwarz. Follow my lead. Shouldn't you be following mine? This is still an Inferno Squad mission. And I'm still a general. Right. Ist jetzt ein anderer Eingang? Es ist sehr heiß hier draußen. Ich muss sagen, ich mag Lando's Cape. Ich als alter Superhelden, Marvel-Fan, mittlerweile freunde ich mich sogar schon mit DC an, muss ich sagen, ich mag Capes. Auch wenn uns die Unglaublichen, die Incredibles, ne, Edna Mode hat uns ja beigebracht, keine Capes. Aber ich mag Capes. So, was haben wir hier? Wir müssen, glaube ich, hier rein. Ah ja, hier werden AT-ATs zusammengebaut in dieser Fabrik. Okay, das Ding hängt. Suchen wir einen anderen Weg. Ich sehe, was er vorhat. Aha, na gut, Freunde, dann wollen wir mal. Drücken wir G hier. Ihr wisst ja, immer schöne G-Punkt betätigen. Und dann auf geht's! Hey, can you move? Your cape is in my way. I know. You have no sense of personal space. But I have a great sense of style. Are you seeing this? This facility isn't abandoned. They're in full production. Okay, so we'll steal the weapons and sell us. We'll figure it out. We always do. Nothing ever goes according to plan when you're around. There. That's the central terminal. We can shut down the factory's power from there. Just need to get past all these stormtroopers. Okay, wir müssen da hinten in der Fabrik. Wir müssen die Fabrik da hinten abschalten. Dafür müssen wir allen Sturmtrupplern vorbei. Lucky us. Und ich glaube, Lando hat eben was davon gesagt, von seinem Cape, dass das eine, dass er einen Sinn von Stil hat. Let's get to that central terminal and shut off the power. When I open fire, you know what to do. Okay, wir müssen das Gebiet klären. Das heißt, alle Gegner hier besiegen. Ich will noch mal ganz kurz gucken, wo die Gegner sind. Kann er echt noch zuschlagen? Ja, genauso wie alle anderen, okay. Gut, dann wollen wir mal. Gegner sind, glaube ich, da hinten. Da oben. Es kann sein, dass die auch von da oben kommen. Ah, wisst ihr, wir werden gesehen. Da hinten war jemand. Vielleicht mal hier. Aha, guck mal. Das ist doch geil. So, schmeißt eine Rauchgranate darüber. Oh mein Gott, ich wusste, dass die von mehreren Seiten kommen. Gehen wir ganz kurz hier rein und dann aktivieren wir unsere Dead-Eye-Fähigkeit. Ach, der ist so cool. Vor allem der Blaster von ihm ist auch wesentlich besser als der von Han Solo. Einfach, weil er schneller schießt. Sehr schön. Oh mein Gott, irgendwas schießt da immer noch da hinten. Gucken wir doch mal hier unser... Zack. Nee, da hinten war irgendjemand. Ein Scharfschütze wahrscheinlich. Den haben wir erwischt, da war auch noch jemand da hinten drin.
Hab ich ihn erwischt? Ich weiß nicht so genau. Der Schrill fällt uns den Rücken frei hier, bei dem da hinten. Okay. Weißt du, mal kurz, ganz kurz, das... Ach, wir können nicht mehr werfen. Mist. Warten wir, bis der Cooldown weg ist. Wir müssen auf jeden Fall da oben rein. So viel ist sicher. Da ist doch ein Gegner. Zum Glück ziehen wir schneller als unser Schatten. Weil viele da drin sind, das ist nur noch der eine. So, hier mussten wir rein. Shut this place down. Genau das werden wir tun. Da ist das Terminal. Also machen wir mal Kleinholz aus dem Ding. You know what you're doing, right? Of course. Unauthorized input detected. Security lockdown initiated. Nice. It looked like a power button to me. Okay, new plan. This place runs on lava, right? Yes. Why? What are you gonna do? Improvise. You just find us a ride out of here. Whatever gets me farthest from you. Okay, wir müssen da hinten hin. Wir müssen die Energieversorgung zerstören. Natürlich, war ja klar, ne? Die Dinger funktionieren nie. Oh mein Gott. So, der ist platt. Lage ziemlich oft, oh mein Gott, ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich bin total, gerade noch hier, ne? Wisst ihr? Können wir ganz kurz hier rüberwerfen? Oh, das sind viele. Oh, ich laufe weg hier. So, wir hatten ja noch unsere Granate, die wir explodieren lassen konnten. Da ist noch jemand, da unten. Da kommt auch noch jemand. Haha, ah, Mist. Schade. Aber wir konnten ihn zumindest sehen. Wie viele kommen denn von da? Ah, Mist. Okay, das hat uns leider erwischt. Von ganz nah. Da kam ja richtig viel. Das waren mehr, als ich erwartet hatte. Ich dachte, okay, wir sind langsam durch. So, wir geben jetzt mal Vollgas hier. Jetzt wissen wir, wo die alle sind. So, schnell in Deckung. Wo ist eigentlich unser Shriv hin? Weiß man, da Rauchgranate darunter. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Das war ein Heavy. So, sehr gut. Ah, da kommen echt viele. So, auch den haben wir disabled. Können wir jetzt eigentlich mal hier durchlaufen? Ja, eigentlich müssen wir Rauchgranaten werfen und uns dahinter verstecken. Und dann hier, ne? Wärmesicht. Das ist die eigentliche Kombination. Da können wir nämlich durch die Rauchgranaten durchgucken. Wir sind aber fast am Ziel hier. Das ist doch gut. Ah, hier, guck mal, da, die zwei. Ich glaube, der wollte gerade einen Turret aufstellen. Reichen wir mal hier entlang. Sehr gut. Wenn wir mal das Ding hier werfen. Da ist niemand. So, gucken wir mal vorsichtig um die Ecke. Da sind ganz viele Gegner. Glaubt, die haben uns gesehen da hinten. Ist nur so eine Vermutung. Können wir eine Rauchgranate dahin werfen? Oh, jetzt sehen die uns nicht mehr, aber seht ihr, wir sehen die nämlich hier. Awesome, schmeißen wir doch mal ganz kurz hier was hin. Das ist alles eine Frage. Alles eine Frage des Wissens. Wissen ist Macht.
und natürlich zielen können, ist auch Macht. So, about your plan. I'm working on it. Well, whatever it is, it would be great if it didn't get us killed. Now then, let's see what this does. Ja, was genau? Wie soll jetzt das Pumpensystem sabotieren? Ist es das hier? Wahrscheinlich, ne? Oh Mist, das war die falsche. Da hinten müssen wir hin. Da steht Interact. Also interagieren wir mal mit dem Ding da. Hier, das ist das Teil. Also G gedrückt halten. Problem solved. Oh Mist. Oh, ich dachte schon, das geht jetzt hier unter. Ich habe schon einen Weg gesucht. Ja, jetzt brauchen wir eine Strategie voraus hier. You're flooding the factory with lava? No, I'm shutting it down. With lava. What about the weapons? Ike wants them for the Republic. I'll apologize later. We can't let the Empire have these weapons. Oh, okay, Freunde, ich habe mich gerade ein bisschen konzentriert hier. Abkühlen. Detonieren. Rauchbombe. Gegner gucken. Feuer. Muss ich da eigentlich rein? Wahrscheinlich muss ich da durch. Da ist auch noch jemand. Vielleicht können wir ja da lang gehen. So, sehr gut. Hier können wir raus, glaube ich. Wir müssen da hinten links hin. So, was wird noch mit Dead-Eye-Fähigkeit hier? Perfekt. Wahrscheinlich müssen wir hier entlang. Oder ist da oben noch was? Ich habe jetzt so Bock zu gucken, ob da oben noch was ist. Ich weiß gar nicht, ob wir Zeitdruck haben. Ich hoffe, wir haben keinen Zeitdruck. Das Gefühl ist da vielleicht noch irgendwo. Ah, da ist nichts mehr. Ne, ist da so Geheimnis oder sowas, aber da war nichts. Na gut, gehen wir mal weiter. Raus hier. Ich bin ja eh nicht auf Geheimnissuche in diesem Let's Play. Ich glaube, das muss ich irgendwann mal machen. Weiß nicht, offscreen oder so. Keine Ahnung. Haha! Ja, die Rauchgranaten sind echt toll. Hm, ich bilde mir ein, dass die Gegner uns nicht sehen können. Should be able to cross over. Oh shit! Create an exit? Was heißt das? Können wir das verschieben irgendwie? Weil das da, das müssen wir machen. That didn't work. Maybe it's this button. Vielleicht der andere Knopf. Push some buttons, natürlich! Push the button and let me know! Ja, das sieht doch gut aus. Oh, I don't have time for this. Ah, immer noch nicht gut genug. Dann drücken wir mal wieder. Ja, Destroy, genau, das ist richtig. Destroy funktioniert immer. Perfekt. Das ist so klischeebehaftet. Good enough for me. Whoa, okay, gerade so gut genug. Did you find this all right? New plan. Meet me in the back near the assembly line. Wow, wir sind raus. Jetzt müssen wir noch Schrift finden. Look, I'm taking another enormous risk. Over here. Oh, Moment, hier geht's nicht lang. Ach, oben hoch. Schrift, ich könnte dich küssen. Ja, was hat... Nein. Da ist Schrift. Ist der da drin? Hey, you paying attention over there? Get in here. Ach, da hinten? Ach, schade, ich wollte meinen eigenen nehmen. Na gut, dann gehen wir mal zum Schrift. Also Freunde, G gedrückt halten und rein hier. Ist das geil. Ja. Natürlich fährt Lando. Niemand sonst.
Head towards that shovel. Get us to higher ground. What can I do? Okay, ich kann selbst laufen. Ich kann nicht springen, aber ich kann laufen. Ist da hinten irgendwas? Ich glaube nicht, dass wir durch Lava laufen können, oder? Biden, it's time. Great. How many weapons are we picking up? Zero. We seem to have melted them. Then what's our cargo? One desperate Duros and a ridiculous man in a cave. I was very specific about your mission. Biden? Biden, are you still there? I lost her. What was that? That was the sound of my plan working perfectly. Das ist so geil. Ich muss sagen, Freunde, diese Mission macht mir richtig Spaß. Ganz viele Raketen. Ja, wir müssen schnell durch die Lava durchlaufen. Zum Glück habe ich daneben geschossen. Wir hätten ja fast das Geschütz zerstört. So, können wir scannen? Das ist scannen, glaube ich, hier. Das ist echt cool. Also ich muss sagen, Freunde, ich will ja nicht irgendwie künstlich hypen oder so, ne? Aber diese Mission macht echt riesen Spaß. Mit allem drum und dran, mit dem Ding hier rumlaufen, Lando Calrissian, sein Fähigkeiten-Kit ist awesome. Die Dialoge von Lando und von Triff sind der Hammer. Oh, ganz viele hier. Machen wir die alle Platz. Die flüchten gerade. Ich glaube, der wird... Also, die haben auch vorhin gesagt, vermutet, dass der Vulkan explodiert oder so. Die wollen zum Schiff. Das müssen wir verhindern. Ins Schiff gehen nur ich und Schiff. Oh, alles explodiert. Alles geht den Bach runter. Die Dinger sind aber auch ziemlich langsam, diese Walker hier. Die können auch... Nein, bleib hier. Okay, Freunde, was machen wir jetzt? If I die here, I'm glad you will too. Well, thank you, buddy. See, I told you it would be fine.